Die Zukunft der letzten kläglichen Reste der Menschheit. Vertrauen auf das Engineering Center, das neue Gebäude hier bei Thea Billions. Das habe ich noch nie gebaut, in meinem ganzen Leben noch nicht. Naja, also in den paar Partien, die ich jetzt das Spiel schon gespielt habe, kenne ich noch nicht. Ihr kennt es auch noch nicht, hoffentlich. Mal gucken. Und jetzt klicken wir drauf und schauen mal, was man da bauen kann. Man kann da den Lucifer bauen. Lass mich raten, Lucifer, ein teuflischer Typ. Wahrscheinlich der Flammenwerfer-Soldat. Finde ich geil, bauen wir direkt. Ist direkt gebaut, wird bestellt, ist gekauft. Sehr gut. Und dann besorgen wir uns nochmal ein bisschen mehr Kohle. Nämlich ein bisschen mehr durch den Verkauf von Öl und Stahl, was wir relativ viel haben. Also relativ viel. Dann bauen wir direkt noch einen zweiten Lucifer. Und dann werden wir mal hart ausmerzen. Ja. Wir haben richtig schön Zombies ausmerzen. Das wird super. So, können wir hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Dann können wir nochmal einen dritten gleich bauen. Da ist er, der Flammenwerfer. Der sieht aus wie der Big Daddy aus Bioshock. Finde ich aber gut. Big Daddy ist cool. Sind nämlich keine Little Daddies, sondern Big Daddies. Das ist was Gutes. So. Wir haben leider keine Häuschen mehr. Da müssten wir dann demnächst auch mal wieder... Oh, Nahrung haben wir auch keine mehr. Aber Nahrungsversorgung, da müsste doch was gehen. Da können wir hier noch die Farm ausbauen. So. Ich hätte gerne 4 Lucifers. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann dieses Jahr 4 Lucifers. Ein bisschen Holz haben wir noch. Ein bisschen Stein. Das war einfach mal... dahin kommen, dass ich mir den vierten auch noch leisten kann, weil dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Und dann kann ich mit den 4 Lucifers mal ein bisschen auf Action- und Partyrunde gehen hier. Nahrung. Genau, Nahrung, das machen wir dann hier über die Advanced Farm. Kriegen wir doppelt so viel Nahrung, wie die jetzt produziert. Momentan hat sie 67 Nahrung, also sind das dann 134, wenn ich richtig rechne. Das ist doch schon ganz ordentlich. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was. Dann kann ich nochmal wieder 2, 3 Häuschen bauen. Dann haben wir auch wieder ein paar Arbeiter. Aber jetzt nutzen wir erstmal meine... Das ist die Lucifer-Folge. Eine teuflisch gute Folge, möchte ich sagen. So. Dann jetzt ran an die Buletten. Jetzt räuchere ich hier mal ein bisschen aus. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht gleich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie um die Ohren fliegt. Aber ich gehe davon aus, dass wir das irgendwie schon sinnvoll nutzen können hier. Diese geilen Flammenwerfertypen. Gucken, wie die Reichweite ist. Ich klicke dir mal an. Nicht besonders groß. Da ist wahrscheinlich die Effektivität größer gegen einfach größere Mengen an Gegnern. Weil bisher wirken die jetzt nicht monumental viel stärker als die normalen Soldaten, vor allem weil sie eben auch nicht besonders wendig sind. Aber wahrscheinlich, wenn ich eine große Horde habe und die stehen auf einer Mauer oder hinter einer Mauer oder so, dann sind die wahrscheinlich richtig krass. Vielleicht sind die jetzt nicht so für den Einsatz im Feld bestimmt. Das kann gut sein, dass ich die jetzt gerade falsch verwende. So, aber ich lerne jetzt hier gerade so ein bisschen was über meine Umgebung wieder. Das ist sehr, sehr gut. So, da können sie jetzt nämlich schon mal zeigen, was sie können. Ja, doch, so bei größeren Mengen. Hier oben ist wieder ein Angriff. Mal gucken, dass hier nichts schief geht. Da oben habe ich ja leider auch nur ein paar Ranger-Rinnen stehen. Die sind ja nicht ganz so stark. So, aber hier ist doch schon wieder ganz geil eigentlich. Hier ist doch eine... Oh, die spucken irgendwelches Gift. Der schmeißt mit Gift nach uns. Das finde ich aber jetzt nicht nett von ihm. Ganz schönes Schweinchen, dass der das macht. So grüner Matschepampe werfen. Alter, da sind ja viele von den Anzugträgern, den relativ starken Typen. Aber gegen meine Big Daddies hier, yeah, können die gar nichts machen. So, aber dann kann ich doch hier eigentlich auch probieren, hier zuzumachen, zwischen den beiden Seen, oder? Weiß nicht, ob sich das lohnt, aber doch, eigentlich müsste das gerade vom Bauplatz her gar nicht so doof sein.
Oh, hier kommen jetzt aber echt viele. Das ist schon ein bisschen krass. Alter, wo kommen die denn alle her? Ist hier irgendwo ein Nest? Also, wahrscheinlich. Okay, ich glaube, die spawnen da irgendwie, oder? Das ist ja Wahnsinn, wie viele da kommen. Die sind auch schon ein bisschen gruselig, die Typen. Auch schon halbe Zombies wahrscheinlich. Wahrscheinlich stecken da unter diesen Anzügen auch Zombies. So, ich wollte ja mal die Farm ausbauen. Das mache ich jetzt direkt. Zack. Das Geld hatte ich jetzt gerade mal. So, was ist in die Richtung hier noch? Da müsste jetzt ja gleich wieder der Kartenrand kommen, mehr oder weniger. Ah, da kommt nochmal ein Wald, ein kleiner. Ja, mich irritiert das, dass hier so viele Zombies gerade kamen. Vielleicht ist hier unten irgendwie die Stadt. Gut, ich stelle die jetzt mal hier hin. Das ist jetzt hier eindeutig mal wieder so eine typische Stelle, wo man sehr schön eine Mauer bauen kann. Jetzt brauchen wir erstmal neue Häuser. Ich brauche vor allen Dingen einen Platz. Ich baue jetzt mal hier... Ach, baue ich da echt so weit Außenhäusern? Ich würde die lieber hier irgendwo in die inneren Verteidigungsanlagen stellen. Hier bauen wir noch eins hin. Und hier noch eins. Oh Mann. So, ihr steht jetzt mal hier. Die muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen besser anordnen, die Typen. Hier so ein bisschen verteilen. Und dann würde ich halt gerne hier den nächsten Tesla Tower hier irgendwo hinsetzen und dann den nächsten hier, sodass ich dann hier eine Mauer bauen kann. Und hier drüben würde ich dann auch eine Mauer bauen. Von dem See wieder hier rüber. Einmal quer, sodass wir den gesamten Bereich hier noch abgeschottet haben und da wieder Gebäude bauen können. So, hier wäre jetzt auch mal wieder angebracht, da mal den Ausbau der Verteidigungsanlagen noch ein bisschen weiter zu treiben. Hier sind viele Sachen noch nicht aus Stein. Guckt euch mal an, was hier an Transport abläuft. Das ist ja wie eine Ameisenstraße. Krass. Was wollte ich jetzt machen? Achso, hier Tower bauen. Geld, es fehlt Geld. So, jetzt haben wir Geld. Sind hier Zombies? Ist hier irgendwo ein Zombie? Hab ich was übersehen? Hier muss ja irgendwo ein Zombie stehen. Da ist einer. Wenn ich da nicht bauen darf, dann steht da ein Zombie. Ganz easy. So, machen wir so. Machen wir das mal so. Ja, ist schon echt krass, wie wenig Kohle ich habe, ne? Ich müsste halt eigentlich echt viel mehr Häuser bauen. Oder viel mehr Gold finden, was ich abbauen kann, aber ist halt nicht ganz so einfach. Gold liegt halt hier nicht überall rum. Ist das Gold? Das ist Gold, oder? Also eigentlich liegt Gold hier überall rum. Ich könnte da richtig viel Gold abbauen wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier eine Quarry hinbaue, dann wäre das wahrscheinlich 80 Gold. Oh, ist schon echt viel wert, ey. Wenn man es hier hinsetzt, kriegt man 80 Gold und sogar noch ein bisschen Eisen. Ah, so muss ich halt mit Öl leben und da das mein Geld verdienen. So, dann bauen wir hier noch einen hin. Hier vielleicht. Ja. So, dann können wir noch eine Quarry hier hinsetzen. 4 Stein kriegen wir da raus. Das ist, glaube ich, nicht so dumm. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Iron. Iron Man. Darf ich nicht bauen, darf ich nicht bauen. 3 Eisen, lohnt sich das? Ja, es lohnt sich auch für 3 Eisen. Eisen kann man verkaufen, Eisen bringt Kohle. So. Und das werde ich dann auch gleich mal machen. Mal ein bisschen Eisen verkaufen, ein bisschen Öl verkaufen. Und dann kann ich hier eine Mauer bauen. So. Kommt da ein Tor hin, dann kommt hier ein Turm hin und... Ihr zieht euch mal 3 Schritte zurück. Da haben wir nämlich schon wieder kein Geld mehr. Das Übliche. Ist echt krass, wie viel das alles kostet und wie wenig Geld man dann so hat. So, da machen wir noch einen Turm hin und jetzt habe ich wirklich gar kein Geld mehr. 30 kostet eine Mauer und das kann ich mir nicht leisten. Alter Falter. So, ich will wenigstens da die Mauer fertig bekommen jetzt. Deswegen verkaufe ich jetzt einfach noch mehr Zeug.
stürze mich hier in Schulden. So, die Jungs können da, ich sag mal, da stelle ich jetzt mal zwei hin. Da würde ich dann vielleicht noch einen Verteidigungsturm hier hinstellen. Vom Norden. Na gut, dann geht ihr viermal doch nach Norden. Norden ist dann die Frage, von wo greifen sie dann an? Dann geht ihr beide noch mit hier hoch. Hier geht auch noch einer mit raus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die von hier kommen, weil dann kann ich mich darauf halt einstellen. Vielleicht kommen sie auch von da. Hier bin ich aber eigentlich ja ganz gut ausgestattet. Also da muss ich jetzt eigentlich gar nicht so viel machen. Doch, ich muss hier eigentlich noch die Sachen ausbauen. Das ist alles noch Holz. Shit. Ja, die kommen von hier. Da komme ich jetzt aber nicht so schnell rum. Da muss ich jetzt mit den Verteidigungsanlagen leben, die ich hier habe. Daher gehen die beiden Rangerinnen jetzt auch noch hier hin. So, da geht noch eine rein. Da geht noch eine rein. Dann haben wir zwei Ballistas und die Leute auf dem Turm. Hier vier, da drei. Das müsste jetzt eigentlich hoffentlich erstmal reichen. Ah, oh, das ist schon wieder so ein fetter Angriff, ey. Da kommen auch welche. Fuck. Fuck. Es wird immer krasser hier. Es wird echt immer krasser. Oh, fuck, Leute, Alter. Ja, ich habe nicht genug Verteidigung. Dann müssen die Exterminatoren hier auch noch hin. Ah, fuck, ey. Guckt euch das mal an. Ja, ihr wolltet doch große Mengen an Viechern, ey. Zu große Mengen. Ja, keine Chance. Die brechen durch. Die brechen ja sowas von durch hier überall. Da sind meine Soldaten tot. Ah, jetzt machen sie das Ding kaputt. Ja, das war's, würde ich sagen, oder? Das ist ja meine innere Verteidigungslinie. Da habe ich keine Chance mehr, das noch zu retten. Haha, aber ihr wolltet doch mal richtige Zombie-Horden sehen. Alter Falter, was hier abgeht. Guckt euch das mal an. Das ist aber wirklich die Wegfindung im Spiel. Leute, da müsst ihr echt nochmal ran. Liebe Entwickler. Da müsst ihr echt nochmal ran. Da müsst ihr ran. Also, weil die Einheiten, die laufen halt wirklich immer ewige Runden irgendwie außen um die Base rum und so. Das ist... das ist schon ganz geil. Es ist auch eigentlich ganz befriedigend, wie sie dann so die eigene Base überrennen. Das ist irgendwie ganz, ganz lustig. Oh, jetzt... Mach die doch mal fertig hier. Die Lucifers haben, ja, haben jetzt auch nicht so mega geruled. Da ist es. Da ist es aus. Oh, 72 Tage. Ich habe meine Punktzahl verdreifacht, meine bisherige Rekordpunktzahl. Ach, schade. Ey, Leute, ich mag das Spiel mega gerne. Macht total Spaß. Ich finde es sehr schwer. Also, ich finde es wirklich persönlich, ich meine, ich spiele jetzt echt auf leicht gerade und ich finde es wirklich herausfordernd. Auch einfach im Sinne, dass man ja nicht weiß, von wo die Angriffe kommen. Man muss sich halt wirklich schon mega doll aufstellen, verteidigen. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, ich hatte da oben eigentlich jetzt nach dem, sag mal, aktuellen Stand der Verteidigungstechnik, den ich jetzt zu dem Zeitpunkt hatte überall, hatte ich eine ordentlich gesicherte Außengrenze mit Steinmauern und Holzpfählen im Boden davor. Da hätte ich noch diese Metalldinger haben können, also Stacheldraht Sicherung. Aber ganz ehrlich, bei den Massen da, das hätte nichts gebracht. Ich hätte da, keine Ahnung, die doppelte Zahl an Soldaten gebraucht und selbst das wäre schwierig geworden. Ich hätte noch einen Tesla Tower haben können. Den habe ich jetzt im Let's Play, glaube ich, noch gar nicht gebaut. Der löscht dann alle 10 Sekunden ungefähr. Also der lädt immer ein Weilchen auf und dann entlädt er sich mit einem Mal so ein Elektroschock, der dann irgendwie gleich 20 Zombies auf einmal tötet. Das hätte mir da oben noch helfen können, wenn ich davon zwei gehabt hätte oder so. Aber ey, hätte Fahrradkette, das ist, weiß ich nicht, ist schon ganz schön krass immer diese Angriffe. Und das, wir reden hier über einen leichten Modus, der ja auch die Zahl der Zombies runterreguliert. Ich meine, ich habe jetzt 1694 Zombies getötet. Das muss man sich mal geben. Also, das ist schon ein cooles Spiel. Es ist eine nette Idee und ich hätte aber da gerne noch ein bisschen mehr Story, ein bisschen mehr Szenarien verschiedene, nicht nur dieses, ja, quasi Endlosspiel, also diese Zufallsmap.
Ich weiß, das ist jetzt Early Access und es ist noch lange nicht fertig und so, aber da müsste noch was passieren und die Einheiten brauchen ganz, ganz dringend, die eigenen, einen kleinen Algorithmus, der ihnen sagt, bei der Wegfindung, Priorität hat immer in der Base lang zu laufen, weil die laufen ganz oft einfach, ohne dass man es merkt, außen um die Basis rum, nur weil der Weg minimal kürzer ist. Das ist einfach super gefährlich und ist auch echt nervig. Also das muss wirklich nicht sein. Und ansonsten kann ich es wirklich empfehlen. Also für den Preis jetzt, ich glaube, das waren ja irgendwie so 16 Euro oder so. Lasst mich nicht lügen. Unter 20, glaube ich. Kann man sich das gut geben. Also könnt ihr ja mal schauen. Link ist in der Videobeschreibung. Ist auch kein Affiliate-Link. Ich krieg da nicht mal was für. Ich finde einfach das Spiel gut und möchte es euch empfehlen. Ich muss es mir nicht kaufen. Ich habe es ja von den Entwicklern bekommen. Also an der Stelle vielleicht auch nochmal kleiner Disclaimer. Ich bin natürlich jetzt nicht komplett negativ dem Spiel gegenüber eingestellt. Aber ihr habt ja schon gesehen, ich kritisiere es ja auch. Es hat noch Schwächen. Es ist noch ein bisschen wenig. Jetzt immer nur wieder die gleiche Map, weil starten in diesem Zufallsmodus. Das ist jetzt, meine Motivation ist an der Stelle jetzt auch erstmal zu Ende. Ich werde das jetzt auch nicht die nächsten Wochen noch jeden Tag spielen oder so. Vielleicht schaue ich in einem Monat mal wieder rein. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal, was die Folgen angeht. Fürs Erste kann sein, dass es in, wie gesagt, in einem Monat nochmal was gibt oder so, wenn es dann mehr im Spiel ist. Aber ich kann mir auch zum Beispiel weitere Maps gerade gar nicht freischalten, weil dafür muss ich ja mit einem 100% Score, sprich auf, ich glaube, mittel oder schwer sogar, muss ich diese Level hier schaffen, diese Art Zufallslevel in diesem Moorland, Sumpfland. Und das sehe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es gehen soll. Also ich schaffe das auf jeden Fall nicht. Da bin ich zu schlecht für und habe jetzt keine 30 Stunden, um mich da reinzufuchsen. Vielleicht schafft ihr das. Dann dürft ihr mir gerne mal irgendwie Screenshots schicken oder irgendwas, wie das dann da aussieht. Keine Ahnung. Würde mich sehr freuen, mal die anderen Maps auch zu sehen. Aber wird jetzt in naher Zukunft nicht passieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet. Habt ihr ja zum Teil auch schon gemacht über die letzten Folgen. Und schreibt mir gerne auch immer schöne Empfehlungen, was es so an Indie-Spielen gibt da draußen und an Early-Access-Titeln, damit ich das dann mal zocken kann, falls ihr das sehen wollt. Würde mich freuen. Ich war Dennis, das waren ganz viele Infizierte bei They Are Billions und immerhin waren es schon 1694, keine Milliarden, aber das ist ja jetzt nicht mehr so weit weg, also ist ja wirklich nah beieinander, die Zahlen. Juti, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.